Die Temperatur deines Pferdes misst du mit einem handelsüblichen Fieberthermometer. Ich nehme gerne so eins für Kleinkinder, wo der obere Teil des Thermometers beweglich ist. Die Temperatur deines Pferdes misst du nun rektal. Stelle dich hierfür seitlich neben das Pferd und nicht direkt hinter das Pferd. Nun wird das Thermometer behutsam eingeführt und während des kompletten Messvorgangs festgehalten, damit es nicht in den Enddarm zurückgezogen werden kann. Halte das Thermometer etwas schräg, damit der bewegliche Teil an der Darmwand liegt. Damit verhinderst du, dass du eventuell in einem Äppelhaufen steckst. Die Normaltemperatur eines Pferdes liegt in etwa bei 37,5 bis 38,2. Die Temperatur ist aber von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig. Das Training, die Tageszeit, Wetter, Futter oder die Rosse einer Stute beeinflussen die Temperatur deines Pferdes. Um die Normaltemperatur deines Pferdes herauszufinden, solltest du über einen längeren Zeitraum morgens und abends die Temperatur erheben. Du musst den individuellen Normalwert deines Pferdes kennen, um Veränderungen oder Schwankungen festzustellen. Naruto hat eine Temperatur von 37,4, was für ihn komplett physiologisch ist. Zum Abschluss wird das Thermometer desinfiziert, damit es für den nächsten Einsatz bereit ist.